Okay, dann haben wir betritt die Kanalisation von Ochsenfurt. Genau das gedenke ich nun zu tun. Bin mal gespannt, was uns da unten erwartet. So, durch den Brunnen hier. Nein, nein, nein! Ein Glück, dass ich gerade gespeichert habe. Ja, bitte. Ja, ne? 50% der Tode in dem Spiel entstehen durch... Ach, sieht doch gar nicht so hoch aus. Okay, Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so. Probieren wir es nochmal. Diesmal vielleicht etwas vorsichtiger. Frustriert vom Leben oder etwas was? Etwas vorsichtiger, habe ich gesagt, Geralt. Ach Gott. So. Kann ich. Nein! Okay. Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. So, hier ist eine Kiste. Geisterstaub, sehr schön. Bin mal gespannt, was uns hier unten erwartet. Auf jeden Fall jede Menge Pilze. Die sehen wir von oben schon. Gehärtetes Holz. Ach, da ist noch mehr. Pusteblume und Piment. Groß, von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Naja, und die Männer suchen dann nach den Frauen. Frau, aber nur von einer. Was ist das, ein Vampir? Ein Ertrunkener. Okay, ich mach mal eben Nekrophagengift. Ja. So. Ertrunkenen Gehirn. So, wir suchen natürlich weiter. Oh, eine Kiste. Saphirstaub. Da ist noch ein Sack. Die Maritium-Erz, das hätte ich mal früher gebraucht. Naja. Richtig wertvolles Zeug hier unten. Was haben wir denn hier? Ich gucke mir erstmal. Ein Toter ertrunken, ne? Schwertwunden. Das war kein Monster. Ja, Monster schwingen selten Schwerter. Erscheinungen vielleicht noch, aber wenn Geralt sagt, das war kein Monster, dann wird es kein Monster sein. Gewesen sein. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shani? Shani? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shani, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Shani, schön, sie wiederzusehen. Die habe ich ja voll vergessen. Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert. Vor allem in meiner Ochsenfurter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig, hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Ein Triagenkrabbel? Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein, das war nur ein Ding, ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal.
Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Also keine Krabbspinne, keine Endriage. Der Soldat, hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Okay. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. In der Tat. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Ach ja, Shani. Schön. Ja, sie habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Okay. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Okay. Gehen wir mal hier lang. Shani, ja, an die habe ich ja echt schon nicht mehr gedacht. Gott, das war das letzte Mal im ersten Teil. Im zweiten kam die überhaupt nicht vor. Schlüssel benötigt, schön. Ja. Wie kommen wir jetzt da rein? Oder so? Wahrscheinlich von oben, ne? Verdammt, ich spiele zurzeit zu viel Dark Souls, ja. Wenn ich da auf B drücke, dann geht er schneller hoch. Beziehungsweise A? Ne, B, stimmt schon. Quest aktualisiert. Wir suchen uns einen anderen Eingang. Ach. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen. Ein Hexe. Ganz ehrlich, ich freue mich, sie wiederzusehen. Das ist schön. So, Brunnen. Hier ist kein Brunnen. Aber wir sind hier auch neulich mal mit... Seine Majestät, König Radovid. Tjennefer gekommen. Und haben da auch einen anderen Zugang gefunden, ne? Soweit ich mich erinnere. Hier zum Beispiel. Ich glaube, das war der. Entschuldige. Der berühmte Geralt von Riva. Ich hab. Redanien. Okay, wir müssen wahrscheinlich doch wieder runter. Also auf dem normalen Wege. Und dann. Ich habe mir gedacht, vielleicht findet man einen anderen Zugang. Aber irgendwie wohl doch nicht. Scheiße. Zu mir! Zu mir! Naja. Gucken wir mal. Finden wir schon irgendwo. Mal, ich gehe erstmal wieder zurück zu Shani. Vorher können wir rausziehen. Jetzt war das keine Tür. Warum sie achten denn da vorne? Ach ja. So, man kann sich ja natürlich mit den Hexersinnen nochmal angucken. Hä? So einfach wär's gewesen. So. Läuft. Vielleicht ist das Monster noch hier.
Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Doria. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Okay. Gucken wir mal. Da hinten leuchtet was. Ich hab den Schlüssel. Ach gut, dann los. Ah ja. Hier sind Ertrunkene. Ne, nicht mal. Ach, drunter. Okay. Ja. Wir machen uns mal schön auf den Weg. Guck mal. Hierfür ist der Schlüssel, okay. So. Da sitzt jemand. Achso. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Passiert, ne? Passiert. Steckt natürlich wieder alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, überlegenes Okroidenöl. Na, das ist schön. Gucken wir mal gleich mal, ob wir das machen können. Absurde Tränke, Öle. Nee, können wir nicht. Was brauchen wir dafür? Überlegenes Geisteröl haben wir auch noch nicht gemacht. Dafür brauchen wir Rebis. Okay. Überlegenes Hybridenöl, überlegenes Okroidenöl. Wir müssen echt mal ein bisschen Zeug machen. Naja, wir gucken weiter. Gehen wir mal runter hier. Hässlicher Bastard. So. Na. Hört ihr auf. Man kann natürlich auch einfach so draufhauen. Es geht natürlich auch, ist nicht halbwegs so amüsant, aber naja. Okay. Shani, bist du noch da? Folgst du mir eigentlich? Ja. Ah ja, gut. Sie hält sich in einem Hintergrund. Das ist gut, Mädchen. Das ist gut.
Blumen. Durchweichter Brief. Okay, hier unten ist irgendwie alles so schleimig. Ich glaube, das Monster haust hier schon eine ganze Weile. Was? Okay. Genau, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen. Ah ja, guck mal. Redanischer Soldat. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Redanischer Soldat. Ja, ja, haben wir schon, haben wir schon. Allein hier runter, um das Biest zu jagen. Frau. Du war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Shani, pass auf! Weg da! Auf. Grässliche Kreaturen. Alles klar? Ja. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele ertrunken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt, bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm, mit Blut gemischt. Hochinteressant. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Wir hatten doch mal einen Vampir, der so in etwa... auch so war. Shani, pass auf! Weg da! Okay. Aua, aua! Hör doch auf! Was ist denn los mit dir? Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Völlig eingeschleimt. Okay, hier vorne nach rechts, okay. Shani, pass auf! Weg da! Komm ich hier durch? Ich komme gar nicht durch. Doch. So. So muss das laufen.